willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal darum, wie man richtig Gamaschen anlegt. Und ich nehme euch jetzt gleich mit raus, da steht der Robin hier schon bereit und zeige euch, wie man das macht. So, hier sehen wir erstmal die vorderen Gamaschen. Die sind länger und das sind die hinteren, die nennen sich auch Streichkappen. Die sind etwas kürzer. Ich habe die immer so als Paar zusammengefasst, dass es in meinem Schrank einfach nicht ganz so wüst aussieht. Und jetzt fange ich an und setze die Gamaschen oben an, streiche dann runter, damit das Fell eben auch dann in Fellrichtung liegt und nicht gegen den Strich. Die Verschlüsse zeigen nach hinten und dann ist vorne alles gut. Jetzt kommen wir mal zu den Hinterbeinen. Ja, da kommt es. Genau, da mache ich das auch so. Ich setze die Streichkappe oben an, mache es zu, nicht zu fest, nicht zu locker und ziehe die Streichkappe eben runter, bis das Gelenk in der Schale liegt. Und auch hier zeigen die Verschlüsse wieder nach hinten. Das mache ich auf der anderen Seite natürlich auch. Einmal hinten. Ne, da sieht man es auch gut mit dem Gelenk und der Schale. Das Gelenk muss wirklich von der Schale verdeckt sein, damit die eben auch, wenn die Pferde sich streifen, nicht mit dem Huf ans Gelenk ditschen, sondern wirklich an die Gamasche oder an die Streichkappe. Da habe ich gerade nochmal gezeigt, dass die Verschlüsse eben nach hinten gucken. Vorne steht er gerade ungünstig, aber da ist das Prinzip wie auch auf dem linken Vorderbein, Verschluss nach außen. Hier zeige ich es euch nochmal. Genau, nach außen und nach hinten zeigend. Die Zuseite der Gamasche zeigt halt nach hinten. Vorne sind sie offen an den Vorderbeinen. Hier auch die Verschlüsse nach hinten. Gelenk in die Schale. Super. Ihr wisst jetzt ganz genau, wie man Gamaschen anlegt und ich hoffe, ich habe es euch gut gezeigt. Ihr könnt jetzt alles nachmachen und gut, das waren jetzt natürlich Gamaschen von Veredus, aber das System ist überall gleich. Das Gelenk muss eben in der Schale sitzen und wir machen die Gamaschen halt so fest zu, dass sie nicht rutschen können, aber nicht so fest zu, dass das Bein abschnürt. Eigentlich ganz einfach. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Ciao!